Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, welche Quellen kann ich nutzen? Und ich werde euch verschiedene Quellen vorstellen, die für eure Forschung relevant sein können. Im ersten Video haben wir uns schon mit folgenden Punkten befasst. Wir haben angeschaut, was eure ersten Schritte sind, wie ihr Daten sammeln und einen Stammbaum anlegen könnt und wie ihr das Programm findet, das Stammbaumprogramm, das zu euch passt. In diesem Video schauen wir uns die Quellen an und ich gebe euch 10 goldene Regeln mit, die euch den Einstieg in die Forschung erleichtern werden. Zum Einstieg habe ich euch eine Grafik mitgebracht. Das ist quasi ein Zeitstrahl. Da habe ich jetzt mal im 16. Jahrhundert angefangen bis heute, um euch zu zeigen, welche Vielzahl von Quellen es gibt, mit denen ihr forschen könnt. Also die wohl wichtigsten zwei und bekanntesten sind die oberen, die Kirchenbücher und die Personenstandsunterlagen. Dort findet ihr hauptsächlich die Lebensdaten der Person und die sind ganz wichtig, um die Person nachzuweisen und die Verwandtschaftsverhältnisse zu verknüpfen und zu entdecken. Ja, aber ihr seht, es gibt auch noch eine Menge andere Quellentypen, mit denen ihr eure Forschung unterfüttern könnt, mit denen ihr weitere Infos bekommen könnt oder auch, wenn es Lücken gibt, in Kirchenbüchern oder Personenstandsunterlagen auffüllen könnt. Wichtig zu beachten sind noch die Sperrfristen. Auch die habe ich jetzt eingezeichnet, so grob, für Geburt, Heirat und Tod. Die solltet ihr natürlich immer im Hinterkopf behalten. Wir kommen auf diese Grafik auch nochmal zurück, aber jetzt werde ich euch erst die einzelnen Quellentypen vorstellen. Eine weitere Quelle, die vielleicht der eine oder andere zu Hause gefunden hat, ist der Ahnenpass oder auch Aria-Nachweis genannt. Den haben die Nationalsozialisten eingeführt aus rassistischen Motiven, um quasi nachzuweisen, wer denn ihre Vorstellungen erfüllt. Und das war eine Voraussetzung für Parteimitgliedschaft, aber auch wenn man eine Anstellung im öffentlichen Dienst besetzen wollte, also ab 1933, also auch für Künstler, für Lehrer, für Bahnmitarbeiter, also der ganze öffentliche Dienst musste das nachweisen, je nachdem, wie hoch der Rang war, musste man entweder nur einen kleinen Nachweis bringen oder einen sehr ausführlichen Pass vorlegen. Der Pass bietet einen guten Überblick, man hat da so eine Stammtafel drin, aber er ist auch fehleranfällig, denn dadurch, dass das verpflichtend wurde für alle im öffentlichen Dienst und alle, die in der NSDAP Mitglied werden wollten, kam es schnell zu einer Überlastung der Archive, die sonst immer nur wenige Anfragen hatten und auf einmal jetzt für so viele Bürger, die die Vorfahren heraussuchen sollten. Also da kam es auch gerne zu Fehlern. Andererseits ist es auch so, dass natürlich auch bewusst Fehler gemacht wurden. Ja, also die Ahnenpässe wurden manipuliert oder beschönigt. Dinge, die nicht herauskommen sollten, eben Vorfahren, die man verschweigen wollte. Ich habe selbst in meiner Familie so einen Fall, wo ich herausgefunden habe, dass sich ganz viele Lücken in diesem Pass befinden und ich mir da nicht viel bei gedacht hatte. Und dann irgendwie über Gerüchte, dass es dann heißt, dass da eventuell jüdische Vorfahren gegeben hat. Aber man soll nicht so genau nachfragen. Sowas. Solche Fälle hat man oft und findet man oft. Das heißt, unsere Aufgabe ist, die Daten zu überprüfen, das, was da drin steht, nachzuweisen und zu schauen, ist das realistisch, stimmt das alles, passt das zueinander. Aber es ist natürlich schon mal ein Anhaltspunkt, in welcher Ecke man suchen muss. Dann andere Unterlagen findet man im Standesamt. Das sind die Personenstandsunterlagen. Da gibt es Geburtsregister, Heiratsregister, Sterberegister. Es gibt aber auch sowas wie Familienbögen, Meldebögen. Also alles, jeder Vorgang, so wie heute, wenn ein Kind zur Welt kommt, dann geht der Vater zum Standesamt und lässt das Kind eintragen. Und das sind die Vorgänge, die man da findet, natürlich genauso bei Heirat oder Tod. Und diese Daten gibt es ab
1876, teilweise auch früher. Und ihr findet die jüngeren Jahrgänge meistens noch in den Standesämtern selbst der Städte und ältere Jahrgänge, also die weiter in der Vergangenheit zurückliegen, dann im Stadtarchiv der Stadt. Kirchenbücher sind dann vor den Standesämtern oft die einzige Quelle zu den Personen und zu ihren Lebensdaten. Und da ist die Konzession ganz entscheidend. Auch wenn das heute für uns meist keine Rolle mehr spielt, welche Konfession man hat, war das für unsere Vorfahren noch sehr wichtig. Und es entscheidet auch darüber, wo ihr diese Informationen finden könnt. Das heißt, findet auch heraus, welche Konfession sie damals gehabt haben. Denn evangelische Kirchenbücher sind zum Beispiel die meisten zentralisiert in der jeweiligen Landeskirche zu finden und werden auch nach und nach auf dem Portal Archion online zugänglich gemacht. Also das ist ein großes Projekt der Landeskirchen und da kommen täglich neue Digitalisate, die ihr von zu Hause nutzen könnt. Bei den katholischen Kirchenbüchern ist das leider nicht so einfach, da ist es nicht einheitlich geregelt. Die Kirchenbücher selbst sind teilweise auch oft noch in den Gemeinden. Also bei der evangelischen Kirche fährt man dann in ein Archiv und hat für alle Gemeinden der Landeskirche einen Einblick. Bei der katholischen Kirche ist das eben nicht so. Es gibt natürlich auch, aber nicht immer. Es gibt auch Kirchenbücher online auf Matricula. Da findet man auch evangelische Kirchenbücher, Militärkirchenbücher, also da und eben einige katholische Kirchenbücher, die jetzt da ganz neu zugänglich sind. Auch da wächst der Bestand immer, lohnt sich immer wieder drauf zu gucken. Dann eine weitere Quellenart, die darüber hinausgeht, über diese eigentlichen Lebensdaten, sind juristische Dokumente oder Verwaltungsdokumente. Die findet man zum Beispiel in Stadtarchiven, Kreisarchiven, Landesarchiven, aber auch in Firmenarchiven. So Beispielunterlagen können da sein, zum Beispiel ein Brandkataster. Das ist so eine Versicherungsliste zu den Häusern, die es in einem Dorf gab und ihren Bewohnern. Dann stand da zum Beispiel, ne, das Hausnummer so und so gehört dem und dem, der wohnt da drin, das Haus ist so und so groß. Das Haus ist so groß, hat eine Scheune, hat zwei Stockwerke oder wer hat da vorher drin gewohnt. Das kann also sehr reichhaltig sein und man kann das ganze Dorf irgendwie nachvollziehen, wie das ausgesehen hat. Dann Grundbuchunterlagen können auch sehr interessant sein. Dann gibt es natürlich auch Prozessakten und vielleicht auch Testamente, so Erbteilungen. Wenn Frauen wieder geheiratet haben, nachdem der Mann gestorben war, gab es sowas zum Beispiel oft, dass dann so der Besitz geklärt wurde. Und sowas ist natürlich ganz toll, weil man dann sehen kann, was hat der Familie gehört, wann, also wie sah ihr Leben aus. Dann kann man natürlich auch in Personalakten Einsicht nehmen, natürlich alles unter Wahrung der Fristen. Aber sowas findet man zum Beispiel auch in Firmenarchiven oder wenn man im Staatsdienst der Vorfahr war, dann eben in den Stadt- oder Landesarchiven. Und durch solche Quellen findet ihr eben mehr Kontextinformationen zum Leben der Vorfahren, also ihr füllt die Daten mit Leben. Eine weitere interessante Quelle sind Ortsfamilienbücher. Das heißt, in Ortsfamilienbüchern nimmt man einen Ort und sammelt dazu alle Familien. Also es ist quasi nicht mehr chronologisch strukturiert wie in den Kirchenbüchern zum Beispiel, sondern man hat die Informationen zu den einzelnen Familien zusammengestellt. Und man zeigt so die Familienstrukturen über mehrere Generationen hinweg. Übersichten dazu findet ihr im GenWiki, sowohl zu digitalen Ortsfamilienbüchern, da gibt es einige, und auch analogen Büchern. Und diese Ortsfamilienbücher sind von Privatpersonen in sehr langer, komplizierter Arbeit erstellt worden. Also das sind wirklich Projekte, von denen ich sehr viel Hochachtung habe, denn ja, das erfordert sehr viel Fleiß.
Was natürlich auch vorkommen kann, natürlich bei so einer Menge an Daten, sind falsche Lesarten oder unvollständige Erfassung der Quellen quasi. Also nicht jedes Ortsfamilienbuch wird gleich erstellt oder nutzt die gleichen Quellen. Das heißt, es kann sein, dass nicht alle verfügbaren Quellen berücksichtigt wurden. Gerade bei älteren Ortsfamilienbüchern hat man dann vielleicht nur die Kirchenbücher verwendet, ohne dann in juristische Dokumente oder andere Chroniken zu schauen oder mal in das in das Kirchenbuch vom Nachbardorf oder so. Da kann ja auch vorkommen, dass da ein Transfer stattgefunden hat quasi. Das heißt, wenn jemand nicht im Ortsfamilienbuch steht, nicht verzweifeln, es kann trotzdem sein, dass die Person dort gelebt hat. Weitere Quellen, die ihr nutzen könnt, sind Ortschroniken, die ähnlich wie Ortsfamilienbücher zusammengestellt wurden und eigentlich aufzeigen, welche Quellen gibt es zu diesem Ort. Dann besonders für die jüngere Vergangenheit, also gerade wenn man in die Bereiche der Sperrfristen kommt, können Friedhöfe oder Verlustlisten weiterhelfen, also Verlustlisten der Weltkriege zum Beispiel, wo man dann das Geburtsdatum hat und das Datum, wann die Person gefallen ist. Und bei Friedhöfen ähnlich. Die werden teilweise abfotografiert und dann kann man die Daten, also auf die Daten zugreifen. Adressbücher sind auch eine wichtige Quelle. Ab dem 18. Jahrhundert eigentlich gibt es sie für die jeweiligen Orte. Und auch so kann man nachweisen, wo der Vorfahr gewohnt hat, kann irgendwie mehr Informationen bekommen, zum Beispiel über den Beruf, über die Nachbarschaft, so etwas. Dann Zeitungen sind auch wichtig. Auch da kann es natürlich sein, dass der Vorfahr drin vorkommt. Oder man findet zum Beispiel zu Großereignissen oder besonderen, ja, wenn zum Beispiel es im Dorf gebrannt hat oder Unfälle gab, sowas findet man auch in Zeitungen. Die sind natürlich sehr reichhaltig. Und was jetzt ganz neu dazu gekommen ist, soziale Netzwerke kann man auch nutzen, also zum Austausch untereinander, aber man kann natürlich auch darüber Kontakt aufnehmen und suchen. Dann eine weitere Quelle, die ich euch nicht vorenthalten will, sind Vereine. Wird oft vergessen von jüngeren Forschern, aber Vereine bieten einen unglaublichen Wissensschatz mit Leuten, die da seit Jahrzehnten in der Region forschen oder eben Erfahrungen haben in der Forschung. Vereine haben oft regionale Forschungsgruppen auch. Das heißt, wenn ihr dann in einer Region forscht, könnt ihr dort auch Kontakt aufnehmen. Die Vereine haben Publikationen, die weiterhelfen, vielleicht auch thematisch zu euren Themengebieten sind. In Vereinen gibt es Karteien, Personenkarteien, Übersichten über die Quellen, die es dort gibt. Und man hat vielleicht auch Zugriffe auf Ergebnisse anderer Genealogen. Und es gibt Veranstaltungen, also Weiterbildungen, Vorträge, die man nutzen kann. Und was ich euch auch sehr ans Herz legen will, sind die Datenbanken der Vereine. Denn auch die werden von den Vereinsmitgliedern in jahrzehntelanger Arbeit zusammengetragen. Und eine davon möchte ich euch vorstellen. Eine Datenbank, das ist die Metasuche von CompGen, die ziemlich viele einzelne Datenbanken eigentlich abdeckt. Und zwar sind da drin erfasst historische Adressbücher, Online-Ortsfamilienbücher, verschiedene Vereinsdatenbanken von regionalen Vereinen, Verlustlisten des Ersten Weltkriegs, Grabsteine, Passagierlisten aus Bremen, Zufallsfunde und so weiter. Und vor allem, es kommt immer mehr dazu und das wächst laufend. Also es sind natürlich noch nicht alle Adressbücher erfasst, Ortsfamilienbücher. Es ist stetige Arbeit, bei den Grabsteinen natürlich genauso. Also es wächst und wächst und wächst und jeder ist auch herzlich eingeladen, daran mitzuhelfen. Denn es bringt nicht nur euch was, sondern alle können davon profitieren, wenn wir uns da gegenseitig unterstützen. Und ja,
Gebt einfach mal den Nachnamen oder den Ort in die Suche ein und schaut, was dabei rauskommt. Das macht sehr viel Spaß. Hier nochmal die Übersicht der Quellen. Also wir haben jetzt gesehen, Kirchenbücher und Personenstandsunterlagen decken einen großen Bereich ab. Aber juristische Verwaltungsdokumente oder Dorfchroniken können das ergänzen und können einen größeren Zeitraum abdecken. Auch Zeitungen oder Datenbanken können das quasi auffüllen. Und dann für die jüngere Vergangenheit spielen auch Gräber oder Verlustlisten eine große Rolle. Und natürlich neu hinzugekommen die sozialen Netzwerke. Das heißt, wenn ihr für einen Zeitraum zum Beispiel für die Kirchenbücher nicht weiterkommt, weil die Kirchenbücher fehlen, kann man immer noch versuchen, auszuweichen auf juristische Dokumente oder Adressbücher. Also wenn die beispielsweise verbrannt sind oder ähnliches. Die Fälle hat man ja sehr oft. Jetzt möchte ich euch noch goldene Regeln mitgeben, mit denen euch der Start gelingt in eure Forschung. Tipp Nummer 1, Verwandte besuchen. Möglichst zeitnah. Wenn die einmal fehlen, ist Wissen für immer verloren. Also nutzt die Zeit, die ihr habt und besucht die Verwandte, tauscht euch aus, sammelt möglichst viele Informationen. Haltet Ordnung in euren Forschungsdaten. Ich weiß, wovon ich spreche, und zwar sowohl analog als auch digital. Also ja, wenn man dann 1000 Dateien hat und nicht mehr versteht, wie die sortiert sind, also es wird irgendwann unüberschaubar und dann kommt es auch vor, dass man doppelt und dreifach speichert und das, ja, oder die Person nochmal sucht, weil man nicht mehr weiß, dass man sie schon gefunden hat. Sowas sollte auf keinen Fall vorkommen und deshalb rate ich euch von Anfang an in Ordnung zu halten und die Daten mit Leben zu füllen. Also die reinen Lebensdaten sind schön, aber sagen mir noch nichts über die Person. Denn ich will ja irgendwie nachvollziehen können, warum die Person gelebt hat, wie sie gelebt hat oder wie sie gelebt hat, was sie gemacht hat, was sie ausgemacht hat. Das ist ja das, was uns interessiert. Also ja, nicht nur das reine Geburts- und Todesdatum. Dann ganz wichtig ist es auch, die Quellen anzugeben, aus denen ihr die Informationen genommen habt und diese Quellen dann auch aufzubewahren, also dazuzunehmen, zu kopieren, irgendwie einzuscannen, zu speichern. Damit ihr auch später nachvollziehen könnt, woher ihr die Informationen habt. Und oft kommt man an den Punkt, dass man nochmal was nachschauen will oder nochmal genau überprüfen möchte. Und dann ist das wichtig, dass man das auch kann. Die Originale solltet ihr schützen, damit ihr die auch für nachfolgende Generationen nutzbar macht. Zum Beispiel einscannen und dann sicher verwahren. Und wichtig ist auch, dass ihr die Originale, die Dokumente und die Fotografien richtig lagert. Dann solltet ihr die Daten sichern und zwar nicht nur auf irgendeinem USB-Stick oder auf einer Festplatte, denn das kann kaputt gehen, sondern guckt, dass ihr auch Sicherungskopien macht und das weitergebt. Dann solltet ihr bei Daten aus Sekundärquellen aufpassen. Oft ist es ja so, ich gebe meinen Namen ein im Internet und freue mich, oh, da hat schon jemand einen Stammbaum gemacht. Ja, und dann ist es natürlich sehr einladend, einfach übernehmen zu klicken und diese ganzen Daten zu übernehmen. Davon würde ich euch aber absolut abraten. Also man kann sich das angucken, man kann auch so eigentlich so ähnlich wie beim Ahnenpass, man kann das als Anhaltspunkt nehmen und dann überprüfen, aber ich würde niemals sowas komplett übernehmen. Denn ihr solltet immer mit Originalquellen arbeiten und ihr solltet das immer überprüfen, denn wenn ihr einmal so einen Fehler habt in euren Daten, ist es schwierig, den wieder rauszubekommen. Und das gilt bei Online-Stammbäumen, das gilt natürlich auch bei Datenbanken, bei Ortsfamilienbüchern, da gibt es immer mögliche Übertragungsfehler und da solltet ihr also aufpassen. Sie können hilfreich sein, aber eben nicht eins zu eins übernehmen. Dann Namen ändern sich. Namen sind Schall und Rauch, hieß das so schön in der Familienforschung und da ist absolut was dran, denn früher gab es keine Rechtschreibung und es gab auch keinen Pass, in dem stand, die Person heißt so und so, sondern
Man ist hingegangen und hat seinen Namen gesagt, der Pfarrer zum Beispiel, und er hat das aufgeschrieben nach Gehör. Lieblingsbeispiel ist dann Meier. Wir wissen alle, wie viele Schreibweisen es von Meier gibt, und das ist jetzt noch ein einfaches Beispiel. Es kann immer wieder passieren, dass sich die Namen ändern, auch in komplett andere Namen, die sich so ähnlich anhören. Außerdem ist es so, dass ein gleicher Name auch nicht immer ein Anzeichen ist, dass man auch wirklich verwandt ist. Auch da sollte man aufpassen. Und also bei dem Aufschreiben nach Gehör, da hört man, also sieht man auch oft, dass bei einem Pfarrerwechsel der Name dann umspringt, quasi. Also das könnt ihr dann auch in gewisser Weise nachvollziehen in den Kirchenbüchern. Dann solltet ihr eure Forschungsergebnisse teilen mit eurer Familie. Ihr könnt sie auch gerne online stellen und anderen zur Verfügung stellen, denn so profitieren wir alle und können uns alle weiterhelfen. Und ihr solltet euch mit anderen vernetzen, denn das hilft bei Problemen. Ihr könnt Probleme ansprechen, ihr könnt über tote Punkte kommen, ihr könnt konkrete Daten irgendwie erhalten. Ihr könnt euch austauschen über die Vereine, über Facebook-Gruppen, über regionale Treffen, Mailinglisten. Ja, also das geht ja heute einfacher denn je und ich würde euch auch raten, das zu nutzen. Ganz zum Schluss bleibt mir nur noch ein Warnhinweis auszusprechen. Familienforschung macht absolut süchtig. Wer einmal angefangen hat, kann erfahrungsgemäß nicht mehr aufhören. Das heißt, mir bleibt nur noch, euch viel Spaß beim Forschen zu wünschen.